Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Biosyn Jurassic World. Wir bauen heute den Mittelpunkt vom Park, nämlich das Ende der Main Street. Und für mich persönlich gehört an das Ende einer Main Street immer ein Innovationscenter. Habe ich hier auch schon platziert, wie ihr sehen könnt, und umrande das hier fleißig mit unseren beiden Wegfarben. Das hat sich so ein bisschen etabliert seit dem ersten Jurassic World Film. Aber ich finde es auch immer sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das sieht auch von oben schön aus. Ist halt so ein perfektes Gebäude. Nochmal so als Mittelpunkt für den gesamten Park. Es passt einfach schön. Ich finde es da nur ein bisschen schade, dass man da nicht reingehen kann. Weil es gibt ja mittlerweile diese Besucherperspektive, in der man rumlaufen kann. Und es wäre noch echt schön gewesen, hätte man da so dann noch reinspazieren können. Und dann sich da die Hologramme angucken können. Da sind ja im Film diese blauen Dinosaurier, das wäre schon cool. Das hätte man dann ja sogar so ein bisschen individualisieren können, dass man auswählen kann, welche Dinos da gezeigt werden und sowas. Aber ist nur Wunschdenken, ist jetzt kein wichtiges Feature oder so, hätte ich nur cool gefunden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es auch cool gefunden hättet. Ansonsten bin ich hier gerade jetzt auch wieder fleißig am Wege einzeichnen. Dabei habe ich mir auch immer sehr viel Zeit genommen, weil ich wollte halt weiterhin diesen Guss beibehalten. Ich habe ja sehr viel mit runden Formen gearbeitet, auch so mit runden Plätzen und sowas. Und deswegen habe ich immer darauf geachtet, dass die Wege in einem Schwung sind. Das könnt ihr jetzt hier gleich auch nochmal ganz gut sehen. Genau, jetzt meine ich. Jetzt ändere ich das Ganze nämlich nochmal und fülle hier die Wegfläche aus. Und auf der anderen Seite mache ich das dann doch mal genauso. Dann ändere ich hier nochmal ein bisschen die andere Wegfarbe ab. Die habe ich ja auch wieder mit so ein paar Akzenten damit reingebracht. Das habe ich ja eigentlich überall im Park gemacht. Und das habe ich auch immer fleißig beibehalten. Ist manchmal nicht immer ganz so leicht, weil die Wege dann auch so komische Ecken und Kanten haben. Aber mit ein bisschen Übung geht es dann eigentlich immer. Man muss dann nur so ein bisschen die Tricks kennen, sage ich mal. Und hier fange ich jetzt auch schon direkt an mit dem Gehege, was dorthin kommen soll. Es wird ein sehr, sehr großes Gehege, wie ihr jetzt schon eigentlich erkennen könnt. Nämlich der gesamte Bereich da, diese gesamte Ecke. Also damit meine ich nicht nur das, was ich da gerade abgesenkt habe, sondern auch, was dahinter noch ist. Das, was ich abgesenkt habe, ist halt nur ein Höhenunterschied im Gehege. Hier zeichne ich jetzt auch direkt den Zaun schon mal ein. Und auch gleich die Strecke. Das habe ich diesmal nicht vergessen, ich habe dazu gelernt. Ist auch alles viel, viel einfacher, wenn man das von vornherein alles plant. Gerade diese Sachen. Zaun, Strecke und sowas ist immer super, super wichtig. Und auch Gebäude, sowas wie Beobachtungsplattformen und Türme und sowas, wo man das hinmachen will. Ich würde euch halt eigentlich immer empfehlen, erstmal alles drumherum zu bauen, also alle wichtigen Spots und Punkte. Und dann erst die Gehegegestaltung zu machen. Weil wenn man dann irgendwas vergessen hat oder nochmal irgendwas ändern will, ist es halt nicht so schlimm und so ärgerlich, weil man halt im Gehege halt noch nichts korrigieren muss. Weil wenn man erst das Gehege alles gestaltet und sowas und dann einem einfällt, oh shit, da muss ja noch eine Strecke durch, dann muss man halt wieder alles umbauen. Und das ärgert einen dann. Hier vorne kommen jetzt auch wieder einige Läden hin und auch eine Toilette. Bei den Läden habe ich tatsächlich vergessen, die zu customizen im Video. Habe ich aber dann noch gemacht, aber es ist halt leider nicht in der Aufnahme. Aber ist ja auch nicht sonderlich spannend. Also ich habe da einfach die Läden angepasst, also Getränke, Essen und Souvenir. Und dann auch ein bisschen die Optik angepasst und die Farbe. Das hier ist ein Schutzraum übrigens im Biosyn-Look. Und auf der anderen Seite habe ich dann nochmal so eine runde Plattform gebaut. Und dort kommt auch nochmal ein schöner, höhenverstellbarer Biosyn-Turm hin. Der kommt jetzt. Und dann hat man wieder von beiden Seiten einen wunderschönen Blick auf das Gehege. Hier habe ich dann auch schon mal geguckt, dass ich die Wegführung weiterführe und dann auch einen Bahnübergang mache. Und dann hatte ich hier einen sehr, sehr großen freien Bereich und da wollte ich auch mal so ein bisschen variieren und nicht immer nur überall stumpf Wald haben, sondern habe mich mal dazu entschieden, hier so einen kleinen See mit einzubauen. Da kommt auch kein Gehege oder so hin, das ist einfach nur ein See, der halt ein bisschen die Landschaft schöner macht. Hier habe ich dann auch mal ein bisschen für euch rausgeschnitten, weil das sind schon wieder echt viele einzelne Objekte, die ich hier platziert habe. Ich habe eigentlich immer an den gesamten Wegesrand die Bäume und so einzeln platziert und auch Felsen und sowas.
Einfach damit der Übergang zum Wald schöner ist. Weil wenn man hier diese Standardbäume einpinselt, da hat man halt sehr, sehr viele mega hohe Bäume. Und dann sieht es halt immer so ein bisschen komisch aus, dieser Übergang zum Wald. Also ich finde, da muss man das halt alles so ein bisschen manuell machen, damit es dann wirklich schön ist. Aber es ist vermutlich auch Geschmackssache. Einige mögen es bestimmt auch, wenn die Bäume direkt halt so hoch sprießen. Das, was ich jetzt hier gerade mache, ist nochmal eine kleine Besucherfläche. Auch in einer sehr interessanten Form, aber das hat da so ganz gut hingepasst mit der Form. Sah von oben ganz cool aus. Ich habe das hier auch schön mit diesen Springbrunnen umrandet. Dann fühlen sich die Gäste auch wohl, wenn da so ein bisschen das Wasser plätschert. Oh, die laufen da sogar schon fleißig rum, die Gäste, sehe ich gerade. Obwohl noch kein Dinosaurier dort ist. Liegt bestimmt am Innovationscenter, weil das so cool ist. Und hier habe ich dann auch wieder einige Sitzmöglichkeiten gemacht. Da finde ich es übrigens auch schade, dass die Besucher die nicht nutzen. Und ich habe natürlich auch wieder Laternen platziert. Ich wollte ja auch, dass der Park dann bei Nacht gut aussieht. Das habe ich eigentlich auch im gesamten Park gemacht. Ich darf nur nicht am Ende vergessen, wenn wir die Besichtigung machen, dann auch auf Nacht zu stellen. Das wäre halt sehr ärgerlich. Es haben übrigens auch schon einige Leute gefragt wegen dem Safe Game von dem Park. Das Safe Game gibt's ja am Ende, wenn wir die Besichtigung machen. Also wahrscheinlich in 2 Folgen oder sowas werdet ihr das Safe Game dann bekommen. Ich werde mir auch Mühe geben, damit es nicht allzu lange dauert, aber manchmal sind halt echt so ein paar Pausen dazwischen. Es liegt aber auch daran, dass ich dann irgendwie auch mal nicht so eine kreative Phase habe oder halt nicht so viel Zeit und sowas. Weil so ein Speedbuild-Video ist natürlich viel, viel aufwendiger als jetzt irgendwie ein Jagdvideo oder sowas. Und jetzt habe ich auch wieder wirklich viele einzelne Bäume platziert. Weil gerade an diesen engen Stellen hat mir das überhaupt nicht gefallen, wenn ich da die Bäume so hingepinselt habe. Ich habe das auch vorher getestet an diesen Stellen, wo ich jetzt gerade alles hier manuell mache. Es hat mir halt optisch gar nicht gefallen. Ich wollte halt eher so kleinere Bäume haben. Und deswegen musste ich dann notgedrungen alle einzeln platzieren. Aber das geht zum Glück auch relativ schnell. Also es hat jetzt nicht so lange gedauert, ihr seht's ja. Und dann ging es auch endlich an die Gestaltung von dem Gehege. Da habe ich jetzt erstmal noch ein paar mehr Höhenunterschiede reingemacht. Und auch immer darauf geachtet, dass die Strecke schön glatt ist, dass wir da nicht zu steile Wege nachher haben. Sieht halt immer blöd aus, wenn man in der Tour sitzt und dann so eine mega Steigung hochfährt. Und jetzt habe ich wieder viele, viele Felsen platziert. Wäre echt cool, wenn man sich mal so anzeigen lassen könnte, wie viele Objekte man halt im Park platziert hat. Ich weiß auch nicht, das sind so viele Tausende, glaube ich. Allein schon in dem Therizinosaurus-Gehege. Da haben wir 1 Million Felsen gemacht, gefühlt. Und hier sind es ja auch schon wieder so viele Felsen jetzt. Obwohl das erst nur eine kleine Ecke vom Gehege ist. Aber ich muss auch immer echt sagen, dieses Gestalten in Jurassic World Evolution 2 geht auch echt gut und schnell, ne? Also seht ja, wie schnell ich das hier mache. Es ist zwar ein bisschen vorgespult, aber es geht halt auch, wenn man es so macht. Es geht wirklich fließend und ja, gut von der Hand und sowas. Fühlt sich halt wirklich gut an, wenn man da die ganzen Sachen einzeln platziert. Es wäre natürlich irgendwo auch noch schön, dann so ein Tool zu haben, wie bei Prehistoric Kingdom zum Beispiel, wo man explizit die Bäume ja auswählen kann. Also zum Beispiel die Tanne, den Busch und den Busch und dann kann man das hinpinseln. Das ist halt ein sehr, sehr praktisches Tool, was halt für Jurassic World Evolution noch mega cool wäre. Aber ich will mich trotzdem nicht beklagen. Ich baue super, super gerne in JWE 2, weil man halt so schnell und ja, zügig zu Ergebnissen kommt. Bei Prehistoric Kingdom dauert das alles nochmal ein bisschen länger, weil es halt viel detailreicher ist, das Spiel. Das muss man einfach sagen. Aber beide Games haben ihre Vor- und Nachteile, muss man einfach sagen. Und ich liebe sie beide. Und ich kann euch auch schon mal sagen, nach diesem Projekt werden wir erstmal wieder bei Prehistoric Kingdom weiterbauen. Denn dort haben wir ja auch noch einen offenen Park, den ich unbedingt fertigstellen will. Aber ich wollte das nicht so vermixen. Ich wollte jetzt halt erstmal eine Sache fertig bringen und dann gehen wir wieder zur nächsten über. Weil sonst haben wir noch mehr offene Projekte. Ich habe schon so viele offene Projekte, die ich nicht fertig habe, weil es irgendwie zeitlich und so nicht passt. Und ja, Motivation ist da nicht da und. Und deswegen, wir machen jetzt ein Projekt nach dem nächsten.
Und dann, ja, schauen wir mal. Also das nächste, nach diesem Projekt geht es halt erstmal wieder zu Prehistoric Kingdom. Und wenn wir da fertig sind, dann bauen wir den nächsten Park wieder in Jurassic World Evolution 2, würde ich sagen. Ich denke mal, das ist eine gute Herangehensweise. Hier habe ich jetzt das erste Mal auch wirklich diese Mod benutzt, wo man Sachen anheben kann und richtig manuell platzieren kann. Die habe ich vorher noch gar nicht benutzt in dem Park. Die ist auch richtig, richtig cool, die Mod. Da kann man einfach dann so Tunnel und sowas bauen. Ich habe jetzt hier halt einfach so einen kleinen Durchgang mit Felsen gebaut, wo dann die Tour dann durchfährt, damit die Tour ein bisschen spannender ist. Vielleicht sollte ich dann allgemein nochmal ein paar mehr Spots einbauen, die ein bisschen spannender von der Tour aus sind. Weil das ist ja so ein bisschen das große Highlight von dem Park, dass man halt eine riesige Tour hat, die halt sich komplett durch den gesamten Park einmal schlängelt. Ich glaube, wenn wir die Tour dann am Ende fahren, das wird auch richtig, richtig lange dauern. Vielleicht kann man da auch ein eigenes Video draus machen, ich weiß es noch nicht, mal schauen. Aber es sieht schon nicht schlecht aus, oder? Also das kann man schon wirklich sehr, sehr gut gestalten. Ich war da immer noch so ein bisschen verwirrt mit den Achsen bei der Drehung, aber das hat man, glaube ich, irgendwann raus, wenn man ein bisschen öfter mit der Mod arbeitet. Von der Schöne ist ja, man kann die Felsen wirklich so ineinander platzieren, dass sie dann sozusagen einen großen Felsen bilden, wenn man es richtig macht. Und dadurch hat man gefühlt unendlich Variationen an verschiedenen Felsen. Das einzige Manko an der Mod ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Terrain unter diesen Felsen absenken würde, dann würden die Felsen schweben bleiben. Weil wenn man die Mod nicht installiert hat, dann würden die Felsen sich mit dem Terrain verändern. Und so bleiben sie halt in der Luft schweben. Muss man halt immer bedenken. Das heißt, man muss vorher alle Terrainarbeit machen und sich sicher sein, dass man da nicht nochmal beigeht. Und ja, dann kann man halt erst die Objekte platzieren. Zählt übrigens auch bei diesen Bäumen und sowas. Also am besten vorher alles mit dem Terrain fertig machen, wenn ihr die Mod installiert habt. Und dann könnt ihr alles platzieren. Und ich glaube, ihr könnt schon wieder sehen, wie viele Objekte das sind. Es ist einfach insane. Ich habe hier halt fast jeden Baum einzeln platziert. Einfach, weil ich es ein bisschen schöner fand. Aber dafür haben wir ja zum Glück das Speedbuild. Hätte ich das nicht im Speedbuild gemacht und mit Rausschneiden von einigen Sachen und sowas, das hätte ewig gedauert. Aber ich finde diese kleinen Bäume auch echt sehr, sehr praktisch, weil die halt kaum Sicht wegnehmen. Und gerade zum Beispiel vor diesen beiden Beobachtungsgalerien habe ich dann auch absichtlich keine großen Bäume gemacht. Wäre, dass man dann auch gut die Dinosaurier beobachten kann, die dort reinkommen. Es sind doch auch schon wieder keine Ahnung wie viele Objekte. Also mehrere hundert, glaube ich, auf jeden Fall. Allein schon in diesem Gehege. Aber man muss halt auch dazu sagen, das ist ein sehr, sehr großes Gehege. Aber da kommen auch große Dinosaurier rein, deswegen passt das schon. Hier hinten habe ich dann auch mal ein bisschen mehr mit dem Pinseltool gearbeitet, da hat das dann auch ganz gut gepasst. Genau wie an dieser Stelle. Aber die Ränder habe ich dann immer schön freigelassen, weil das habe ich dann auch wieder schön mit handplatzierten Bäumen gemacht. Da kommen sie wieder. Ich mache übrigens auch immer so ein bisschen mit den, oder ich vermixe immer so ein bisschen diese Terrainfarben. Auch wenn es immer nur so minimal ist, dass dann da mal eine kleine Stelle Sand ist oder ein bisschen Erde oder sowas. Das macht schon viel aus. Als wenn halt alles so einheitlich ist. Sieht halt viel natürlicher aus, wenn man da mal so ein, ja, ein bisschen andere Farbe und sowas drin hat. Aber dieser Nebel ist so cool. Ich finde es echt schade auf der Karte, dass der immer nur so ganz kurz aufzieht. Und so sehen unsere Läden jetzt aus, nachdem ich sie angepasst habe. Die Farbe habe ich gar nicht verändert, aber hier so ein bisschen die Deko und sowas. Das fand ich ganz cool mit diesen weißen Dingern. Das war sehr passend, weil hier gegenüber halt auch solche weißen Dächer sind. Sieht schon echt beliebt hier aus. Einige Leute sitzen da schon. Aber ich habe mittlerweile auch hier schon die Saurier freigelassen. Das sind Dreadnoctus.
4 Stück an der Zahl. Natürlich ist das der Dominion Dreadnoctus. Der ist auch echt wunderschön. Aber das war noch nicht alles. Denn ich habe hier auch noch kleinere Pflanzenfresser freigelassen. Das sind Paras. 9 Stück. Jeweils 3 immer mit... Also es gibt ja 3 verschiedene Dominion-Patterns. Und jeweils 3 dann immer davon. Einmal diesen braunen hier. Dann haben wir... Das ist auch der braune. Der auch. Das ist jetzt nochmal ein anderer. Hier sieht man ihn besser. Ist auch braun, aber so ein bisschen heller mit den Streifen. Und dann gibt es auch noch den blauen. Das ist mein Favorite. Das ist wahrscheinlich von vielen der Favorite. Aber ich denke mal, das reicht schon so von der Größe. Weil der Dreadnoctus ist ja echt schon sehr groß. Aber es ist schon ein riesiges Gehege, muss man sagen. Aber das kommt aber gut hin. Die haben sich auch super verteilt, die Dinos. Krass. Ich würde gerne hier nochmal einmal gucken. Man hat halt voll die gute Sicht, ne? Aus allen Perspektiven. Da fährt dann später die Tour lang. Das ist natürlich auch nochmal cool, wenn man von da oben runter gucken kann. Und von hier rechts kann man auch nochmal gucken. Da hat man nicht ganz so eine gute Sicht, weil halt hier der Wald im Weg ist. Aber irgendwann kann man da links dann nochmal auf das Gewässer luschen. Und wir können sogar gerade alle 4 Dreadnoctus sehen. Ihr könnt natürlich auch wieder tolle Namensvorschläge dann für die neuen Bewohner in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt würde ich mich noch sehr über ein Like freuen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir heute gebaut haben.